Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei und ich hoffe ihr auch. Hi! Wenn das nicht anders ist, danke, dass du vorbeischaust. Okay, fürs Vorbeischauen heute gibt es ein Kreisrundengeschenk. Damit seht ihr gut. Und ja, heute haben wir mal ein bisschen, ja, denke ich mal, Yoshi-Action, wenn ich es mal so sagen darf. Und zwar sind zwar zwei schwierigere Kräne, aber die würde ich halt trotzdem einen von beiden spielen wollen. Ansonsten wiederholt sich hier relativ viel. Also haben wir alle schon ein paar Mal gesehen hier. Ich bin ja mal gespannt, wann die, ob die halt es wirklich so weiterführen, dass halt immer die alten Sets öfters wiederholt werden und dafür dann immer wieder ein paar von den neueren alten Sets dazukommen. Das habe ich übrigens komplett hier. Oder ob das halt irgendwann mal so weit ist, dass wir dann vielleicht wirklich gar keine Sets mehr zur Verfügung haben. Na, das habe ich mir gemerkt. Hui. Und hier kann man übrigens jetzt, wenn man jetzt ein paar linken Selbstbewegungen macht, dass halt hier, weil die Prinzessin hier angestoßen wurde, dass die halt ja, langsam aber sicher hier das hier lockert und dann halt runterfällt. Kann ich ja mal zwischendurch machen, sollte ich beim anderen ein paar linken Selbstbewegungen machen müssen. Weil spielen möchte ich den heute nicht und die zwei habe ich natürlich auch komplett. Ist ganz gut, wenn man halt mal kein Super Mario Bros. Spielen kann. Oder muss, eher gesagt. Ja, und hier sind halt die beiden Yoshi-Kräne, wovon ich einen gerne spielen würde. Beide sind schwierig mit drei Runden. Wobei man bei dem hier sagen muss, wenn man hier nach links geht und hier den Yoshi greift, muss man halt auch gucken, dass halt die Marke nicht oben auf den Yoshi fällt, sondern halt mit runterkullert, dass man halt dann zumindest mit ein paar linken Restbewegungen hier arbeiten könnte, je nachdem. Aber, ja. Bei dem ist halt schwierig, dass man halt, glaube ich, erst nur an den Yoshi drankommt, wenn hier die vier Wollknäuel weg sind. Und ja, den habe ich einmal gespielt, habe mir den grünen gegriffen und ja, ihr seht ja das Ergebnis. Und selbst wenn dann hier die Marken fallen, dann bleibt hier noch der, ja, der Bewährungsfrau Yoshi übrig. Und dann ist natürlich das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Und was ich übrigens interessant finde hier, man sieht ja diese Gyroiden-Marke hier. Das hier sind dieselben und die sind beide heute da. Ich weiß persönlich nicht, was jetzt wirklich schwieriger ist. Ich glaube, bei beiden braucht man zwei Runden, weil wenn man, selbst wenn man die hier direkt greift, man sollte, glaube ich, vorher die Marke hier weggreifen, dass man mit dem Greifer hier ganz knapp so reingreift, dass er halt auch hier runterkommt. Und wenn man mittig greift, dann bleibt er hier an dem Ballon hängen und ja, wird ein bisschen schwieriger. Und hier muss man halt auch erstmal die Marke hier oben entfernen. Wobei, wenn ich nach links gehe, wird die vermutlich erstmal hier runterfallen und dann muss man den rausziehen. Also nicht so einfach zu sagen, was man am besten spielen kann. Aber gut, dann werde ich mich heute mal drauf stürzen, hier einen von den Yoshi-Kränen zu spielen. Ich bin sogar fast überlegen, hier den hier zuerst zu spielen. Weil wenn ich es schaffen würde, hier diesen Yoshi rauszubekommen und die Marke übrig bleibt am Ende, dann kann man den auch irgendwann mal später noch spielen. Aber der Yoshi ist mir wichtig. Ich muss halt nur gucken, dass die Piranha-Pflanze da oben links, ja, die hat sich schön versteckt, dass dann die, ja, den Weg hier zum Yoshi nicht verkeilt. Dann hoffen wir es einfach mal, dass es klappt. Am besten nur kurz berühren und dann vielleicht runterfallen lassen. Das wäre so die Idee. Und ja, dass sie halt, wenn sie runterfällt, hier rechts nach rechts kullert. Hoffen wir es einfach mal. Na, nicht so. So ist mir nicht vorgestellt, dass sie jetzt so da liegen bleibt. Weil so ist sie auch wirklich schwieriger zu greifen und wir haben schon mal den Yoshi bekommen. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, soll ich jetzt trotzdem gucken, dass ich hier die Piranha-Pflanze kriege? Das Problem ist halt auch, dass hier die Magnas noch fest sitzt, das heißt, mit den Restbeeren könnte ich hier nicht viel machen. Ah, das ärgert mich jetzt wirklich, weil, ja, das hätte besser sein können. Och Mann. Ja, wie gesagt, das Problem ist halt jetzt, wenn ich versuchen würde, die zu greifen, kann es sein, dass ich vielleicht trotzdem nach rechts schiebt, aber dadurch, dass hier alles noch fest ist, macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn. Ich probiere es trotzdem aus. Und wenn der Tag dann heute versemmelt war, dann war er versemmelt. So, greift sie dir irgendwie ein bisschen. Ja, toll. Ja, das ist halt das, was ich gemeint habe, weil der Yoshi hier im Weg lag, dass dann halt die Barke nicht nach rechts kam. Ärgerlich, ärgerlich. Ich frage mich sowieso, warum ich die überhaupt habe. War die in einem anderen Kran auch noch mit drin? Oder habe ich den mir damals gegriffen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Naja gut, ich glaube, das kann ich heute schon vergessen hier, weil der Kran ist ja schon versemmelt in dem Sinne. Aber dann gehen wir trotzdem mal zum Training, das nicht ganz so toll ist, aber ja, dann Bobby, lass uns durch. Oh Gott. Hier ist das heutige Trainingskranspiel, viel Spaß beim Üben.
Also an sich geht dieser Trainingskran hier, aber ja, mag den halt trotzdem nicht. Ist halt einfach so. Weil, ja, die Marken immer gerne mal so fallen wollen, wie sie Bock haben. Ja, toll, ja. Am liebsten würde ich ja versuchen, hier so knapp reinzuwerfen, dass sie hier liegen bleibt, dass halt die Marke ja zurückfällt, weil wenn die hier so verkeilt, dann explodiert die hier und dann drückt die vielleicht nur so komisch dagegen. Wobei, ich sollte es trotzdem ausprobieren. Na gut, ist egal. Es kann ja auch sein, dass die Bombe auch hier explodiert. Ist wurscht. Na gut, das war dann Fail. Aber dafür sind die Marken jetzt so, wie ich es mir eher vorgestellt habe. So, kommt ein bisschen nach rechts fliegen. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Das Problem halt bei der Art von Kran ist es halt wirklich, je mehr Marken am Ende übrig bleiben, umso schwieriger ist es halt für die Marken nach rechts zu kullern. Und man sieht es halt auch jetzt gerade, selbst wenn ich halt die Bombe jetzt hier gut platzieren kann, die Marken verschieben sich ein bisschen, dann war es schon. Aber man kann trotzdem von der Menge, man kann von der Menge zufrieden sein. Weil, ja, besser als der Animal Crossing Kran von gestern mit nur 5 Marken, auch wenn man ihn kompetiert. Und wir haben unseren gewünschten roten Bonus. Und ich ärgere mich darüber, dass ich es so versemmelt habe. Aber ich könnte natürlich jetzt den Kran komplettieren. Ja, könnte ich sogar machen. Warum reg ich mich überhaupt auf? Ist doch gut. Dann, ja, dann sehen wir uns gleich beim Kran wieder. Na, Bobby, weg. Nee, Leute, Planwechsel. Ich spiele diesen Kran hier. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich jetzt 4 Runden habe. Und den anderen, den kann ich dann irgendwann mal später auch wieder in 3 Runden spielen, so gesehen. Oder sogar in 2, wenn es richtig klappt. Und ja, dass ich halt hier, mein Ziel zumindest so ist, dass ich halt hier den Yoshi hier bekomme. Ich glaube, am besten werde ich mal so reingreifen wie beim letzten Mal, dass ich halt hier so reingreifen werde, dass ich halt hier die vielleicht sogar nach rechts schiebe. Beim Training war das einmal sogar so. Und dass ich halt hier die, dann auch die Grüne direkt greifen kann. Dass dann hoffentlich nur die 2 hier übrig bleiben. Und dann werde ich halt die vermutlich dann einzeln greifen und dass ich dann zum Schluss dann hier die Yoshi hole. So mein Plan. Ich hoffe, dass er funktioniert. Ich hoffe, dass der erste Griff klappt, weil ihr wisst es ja, wie es ist. Wenn man einen Griff versemmelt, dann ja. Wobei ich sagen könnte, wenn ich jetzt hier den einen Griff versemmel, dass halt hier wirklich die 4 noch liegen bleiben, dass ich dann wohl doch lieber zum anderen Kran gehe und dann da halt einmal reingreife, um erstmal alles lockere. So der Plan. Gucken wir es mal. Das war, glaube ich, schon zu weit. Na, komm. Okay. Na, roter vielleicht? Na, schade. Okay, aber es ist relativ gut gewesen. Problem ist halt jetzt nur, ich hätte halt eher gedacht, dass halt hier die Marke nicht hier liegen bleibt. Jetzt natürlich jetzt die Frage, soll ich hier direkt den Yoshi greifen oder soll ich halt, weil es kann ja sein, dass er dann hier noch mit reingreift und dann halt nicht den Yoshi direkt holt. Das ist schwierig. Oder? Ne, wobei hier mittig reinzugreifen macht dann auch nicht viel Sinn, weil selbst wenn man dann die Marke nach rechts runterwirft, dass er die 2 dann erst ehrlich gesagt nicht ganz greifen kann. Es sei denn, er drückt die irgendwie so zusammen, dass er sie halt so nach oben drückt. Ich glaube auch fast nicht dran. Einzeln greifen macht jetzt glaube ich auch nicht so viel Sinn, weil, ja. Weil ihr seht es ja. Ich würde wirklich den Yoshi direkt greifen wollen, damit er halt, der gelbe nervt mich. ich versuche es einmal ganz nach links, hoffen wir mal, dass es irgendwie klappt, wenn nicht, dann spiele ich mir in 2 Runden dann den anderen Kran. Wäre dann so hoffentlich dann die Idee. Na, ein bisschen zu spät losgelassen. Na, der greift trotzdem den gelben. Verdammt. Ja. Und das Problem ist halt hier, die Marken, die liegen jetzt halt auch noch so schlecht, dass man halt nicht wirklich drankommt. Ich meine, ob ich jetzt hier die einzelnen gegriffen hätte, wäre ja kein Unterschied. Dann spiele ich halt doch den hier. Und zwar mache ich das am besten so, dass ich halt hier jetzt so reingreife, dass dann hoffentlich auch die 2 Marken lockern. Und dass ich dann mit links und rechts Bewegung arbeite, dass ich dann die langsam mal sicher zumindest aus dem Weg kriege, dass ich halt hier den Yoshi einmal greifen kann. Hoffentlich. Sollten sich die lockern, ja. Ihr merkt schon, heute ist ein bisschen hin und her. Ich hoffe, dass es zumindest für einen klappt. Ich hoffe, dass auch, wenn der hier nach rechts rutscht, dass halt die auch runterfällt, weil sieht eigentlich fast schon nicht danach aus, aber ja, wir hoffen es einfach mal. Oh Mann, ey.
Na? Ja, zumindest sind alle Marken locker. Das passt dann zumindest mal. Yoshi wackelt noch ein bisschen. Ja, dann gucke ich mal, dass ich mit links Restbewegung vielleicht noch die irgendwie runterbekomme. Falls nicht, dann, ja, dann war der heutige Tag verschenkt. Mit 6 Runden hin und her gespielt. Ich hätte mich auf einen Kran festlegen sollen, auf den hier am besten. Aber was wir machen, also bis gleich. Na endlich, Leute, ja. Ich habe erst gedacht, ja, so ja, 30 Minuten und dann sitzt die Pflanze hier unterhalb, also die Schräge hier, die scheint wohl unter dem Screen noch weiter zu gehen. Und ich glaube, hätte der Yoshi hier nicht geschoben, dann hätte ich es nicht bekommen. Was natürlich ärgerlich ist, die Marke wird definitiv nicht fallen. Und ja, aber es ist was Tolles passiert. Schaut mal hier. Einfach mal komplett leer. Ja, ich bin da auch extrem überrascht gewesen. Nach 25 Minuten hat sich hier so langsam aber sicher diese eine Marke, die hier gestanden ist, nach rechts geschoben. Und da habe ich halt gedacht, ja gut, die schiebt schon ein bisschen nach rechts und die bleibt dann hier an der hängen. Die sieht man jetzt natürlich nicht. Und ja, dann ist halt natürlich das große Zahnrad noch ein bisschen nach rechts gerutscht und hat da noch dagegen gedrückt und dann hat sich hier alles gelockert. So, da habe ich dabei noch ein paar weitere Links-Rechts-Bewegungen gemacht bei der Pflanze. Dann hat sich das große Zahnrad nach rechts bewegt, dann habe ich gedacht, ja gut, dann bleibt halt dieses eine kleine Zahnrad da liegen, weil das halt ja hier mit der Schräge unten hängt. Aber dann wurde das gerade und ist auch noch mit runtergefallen. Ja, und ich denke mal, ihr wisst, was ich mache mit der letzten Runde. Ich versuche mir hier den Yoshi zu greifen. Nee, Quatsch. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin froh, dass man diesen Kran auch mit einer Runde spielen kann. Ich gehe zwar jetzt schon fast wieder davon aus, weil ich hier jetzt, ja, ich bin jetzt schon wieder vom Gedanklichen sonst wo, dass ich das hier versemmeln werde. Aber selbst wenn, kann man sich sagen, gut, den Kran kann man in einer Runde komplettieren, wenn man ein bisschen Geduld mitbringt, sofern es halt auch immer so ist, dass die Marken sich hier lockern beim Nachrechtschieben, beim Links-Rechts-Bewegen. Wie gesagt, 25, 30 Minuten hat es gedauert, bis alle Marken hier runtergerollt sind. Ja, ist zwar ein bisschen ärgerlich um die Yoshi-Marken hier, aber ja, hier macht es sowieso keinen Sinn mehr reinzugreifen und hier wäre es ein Risiko, dass ich wieder an den, ja, an diesen, ja, an der gelben Wolle hängen bleibe. Dann hoffe ich einfach mal, dass ich diesen Kran komplettiere und falls ja, dann war der Tag dann trotz der verschenkten Runden erfolgreich, weil ich meine, hätte man auch hier reinhauen können in dem Sinne. Hoffen wir es einfach mal. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Wenn man ein bisschen die Klappe hält und sich konzentriert, dann klappt es. Ich bin ganz ehrlich, ich bin froh. Ich bin froh, dass der Kran hier mit einer Runde komplettierbar ist. Es entschuldigt zwar nicht die Fails beim Yoshi, aber immerhin haben wir dann heute wieder einen Kran komplett, auch wenn das völlig unverhofft kam. Ja, wenn man es jetzt mal ganz genau nehmen würde, hätte ich jetzt dabei noch einen Yoshi-Kran komplettieren können und den Kran gleich mit. Aber ich bin auch ganz ehrlich, durch den Fail habe ich ja noch was gelernt, durch die Links-Rechts-Bewegungen. So, die ganzen 1000 Marken hier, das sind doch recht viele geworden. Und ja, es ist zwar schon der Gedanke gewesen, wenn man halt wirklich jetzt einen Bonus bekommt und 4 Runden hat, ob man dann einen anderen Kran spielen soll. Ich würde sagen, ja, aber man sollte sich auch dann wirklich darauf festlegen, dass man halt auch den Kran zu Ende spielt. Also nicht so wie hier, wie ich, dass ich halt dann trotzdem hier zwischendurch mal wieder nach links gegangen bin. Sondern dass man wirklich einzeln die Marken angreift, besser auf Sicherheit spielen. Oder man geht halt dann mit sicherheitshalber dann doch hin, man spielt den Kran, den man angefangen hat, auch zu Ende. Weil den Yoshi hätte ich schon haben können. Aber was soll man machen? So ist es halt leider, wenn man dann ein bisschen gierig wird, sage ich mal. Aber jetzt gehen wir noch zu unserer Sammlung. Denn ich möchte ja wissen, wie der Yokai-Watch-Kran aussieht am Ende. Ja, leider hier den Yoshi, den hätte man haben können. Aber ja, wenn man halt zwei verschiedene Kräne spielt und beide versammelt, da ist man natürlich selber schuld. Aber immerhin haben wir hier einen Kran komplett, den ich ja so gesehen eigentlich nicht unbedingt großartig spielen musste. Ist auf jeden Fall vielleicht auch praktisch für euch, dass ihr, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, einfach mal ein paar Links-Rechts-Bewegungen macht und dann guckt, ob das klappt mit einer Runde. Wäre auf jeden Fall praktisch. Was ich übrigens interessant finde, wenn wir mal kurz sowieso nach unten gehen, guckt euch mal an, wie viele verschiedene Kategorien das ist eine Yokai zusammenfügt. Also man merkt schon, das war ja alles damals getrennt und das haben sie dann auf eine große Kategorie zusammengefügt und ja, 5 Stück hier, das ist schon extrem. Aber ich bin froh, dass es trotzdem noch geklappt hat mit dem Komplettieren.
mit einem komplettieren, auch wenn es nicht unbedingt das war, was ich machen wollte, aber ich beschwere mich nicht. Dann ja, dann hoffe ich, euch hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich schon wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badger Arcade Training sehen wollt, irgendwann anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also ich denke mal, dass der auch in 4 Runden komplettierbar ist. Und was ihr dann gespielt habt, vielleicht sogar dann genau den hier, wenn ihr das Video hier gesehen habt. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao. Du schade um den roten Bonus.